Hallo zusammen, zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier ja, überführt worden, fast von diesem einen kleinen Jungen. Hier soll irgendwo ein Schatz sein. Aber... Ach, da, dran vorbeigerannt. Da ist er. Na, nicht brennen. So, das hätten wir. Gucke ich mal hier kurz auf die Karte. Wir haben hier nämlich hier so ein... Da wollte ich noch hin und synchronisieren. Entschuldigung. Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Bei solchen Sprüngen immer Shift gedrückt halten, dann tut sie sich auch scheinbar nichts, egal wie hoch es ist. Schaut mal, ja, jetzt ging es so. Wir müssen auf die Statue draufklettern. Taurus immer an die Wäsche. So. Jetzt haben wir hier die Schnellreise freigeschaltet. Jetzt gucke ich nochmal auf die Questmap. Wo ist es denn? Questreihe zwischen zwei Welten. Wo ist die? Ah, hier. Trifft Leandros in Pevki und dann haben wir ja noch... Achso, das war das mit dem... dem anderen. Hups. Da ist er. Ich rede dir mal in deine Rede rein. Ah, ein mächtiges Prachtexemplar nähert sich. Sehnst du dich nach Ehre, nach Ruhm, nach dem sicheren Tod? Zwei von den dreien interessieren mich. Dann suchst du den Kampf mit dem Minotauros. Kein echter Minotauros würde in Lato leben. Tut er aber. Im Ernst? Ja. In Lato? Ja.
diesem Lato? Ich versichere dir, die Bestie lebt hier und sie sehnt sich nach reichen, mutigen Gegnern für einen Kampf. Erlegtest du den Minotauros, kämst du Theseus gleich. Und du würdest den großen Preis von Pefki einheimsen. Euer Minotauros muss sterben. Klingt, als hätten wir eine weitere Teilnehmerin. Es folgen die Prüfungen des Minotauros. Die Vorprüfungen. Aha, die Vorprüfungen. Das heißt jetzt was? Sagtest du gerade Minotauros Vorprüfungen? Um gegen den Minotauros kämpfen zu können, musst du dich erst in heldenhaften Prüfungen würdig erweisen. Wir können doch keine arglosen Reisenden einfach so in den Tod schicken. Hefki-Regeln. Woraus genau bestehen die Vorprüfungen des Minotauros? Es gibt eine Prüfung der Stärke. In dieser trittst du gegen die größten Krieger Kretas an. In der Prüfung der Genauigkeit musst du ein gutes Auge beweisen. Und in der Prüfung der Ausdauer zähmst du das Wasser. Ich soll also schwimmen? Das... Das ist doch ein Trick, um mich zu bestehlen. Söldnerin, ich... Also, wie kannst du nur so etwas denken? Du bist eine furchtbare Person. Dankeschön. Was genau ist der Preis von Pefki? Nichts weniger als unbegrenzter Reichtum. Krieger, die vom Minotauros besiegt wurden, haben keine Verwendung mehr für ihre Drachmen. Also sammeln wir sie für einen Preis, der jenem gebührt, der die Bestie erlegt. Aha. Euer Preis besteht aus den Drachmen der Toten? Bitte. Ich versichere dir, dass viele dieser Münzen direkt an die berühmte Schule für Kinder, deren Eltern auf tragische Weise vom Minotauros getötet wurden, gehen. Ja, klar. Verstehe. Ich mache deine Prüfungen. Vorprüfungen? Ich mache deine Vorprüfungen. Aber dann gehört der Minotauros mir. Wunderbar! Und vergiss nicht, die Abzeichen deines Erfolges vom Prüfungsleiter abzuholen. Abzeichen? Noch eine Heldin, die uns vor den langen Schlangen und den überteuerten Minotaurus-Andenken in Pefki retten will. Ah, darf ich dir meine Frau Kore vorstellen? Eine seltene Schönheit und so vorlaut gegenüber meinen Freunden. Bitte, Leandros. Es gibt Wichtigeres als Ruhm und Reichtum. Nicht jeder, der ein Schwert hat, sehnt sich nach Ruhm. Familie ist wichtiger. Richtig. Das versuche ich diesem feigen Wurm in der Gestalt meines Mannes auch klar zu machen. Hey! Es geht um unsere Tochter. Eure Tochter? Amara. Sie ist weggelaufen. Es geht ihr ganz bestimmt gut. Sorge dich nicht um Amara. Es gilt, einen Minotauros zu erschlagen. Großer Kampf. Jede Menge Blut. Denk an den Ruhm. Denk an den großen Preis von Pefki. Bitte glaube mir, Heldin. Nichts ist, wie es scheint in Pefki. Vielleicht hilft das Lösen eines Problems, alle anderen zu lösen. Geh, meine legendäre Freundin. Die Vorprüfungen des Minotauros warten. Wer von euch ist stark? Dann beweist euch! Kommt und messt euch mit ihm! Der kann viel erzählen und verkaufen scheinbar auch ganz gut. Wo sind denn die jetzt, die Prüfungen? Ach da, die Vorprüfung der Ausdauer. Fangen wir gleich mal damit an. An den Hufen tropfen, mit ihm, dem Eingeweide von den Herren anhängen. Ihr kennt seinen Namen und seinen Ruf. Der Mythos, der Mythos. Sinelfe, Sinelfe, Peloseske. Bitte.
Ich warne dich, du solltest besser bezahlen, um diese Prüfung zu bestehen. Die Vorprüfung der Ausdauer fordert mehr Todesopfer als all die anderen Prüfungen zusammen. Waren die anderen vor dem Sprung betrunken? Ehrlich gesagt, ja. Sehr unprofessionell von ihnen. Solltest du den Heldensprung überleben, musst du das Prüfungsabzeichen aus einer Truhe in den finsteren Tiefen des Gewässers unter uns holen. Dein Abzeichen gehört mir. Nein, bitte. Ich warne dich, bezahle für mein Abzeichen. Die Gefahren, denen du dich sonst unter Wasser stellen müsstest, sind einfach zu groß. Du kriegst keine Drachme von mir. Ich mache die Prüfung. Wenn du unbedingt einen qualvollen Tod unter Wasser erleiden willst, wer bin ich, dass ich dich aufhalte? Denk dran, du findest das Abzeichen in einer Truhe am Grund des Sees. Für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass du überleben solltest, werde ich am Ufer auf dich warten. Was genau hat Schwimmen damit zu tun, meine Fähigkeiten für den Kampf gegen den Minotauros zu prüfen? Nun, die Wege des Minotauros sind unergründlich. Klingt nach viel Ärger für ein Abzeichen. Dann muss ich mich wohl nass machen. Ja, hier haben wir sie schon, die Haichen. Hi, hi. Lass mein Schwert los, du Mistvieh. Sind ja 3 Stück. Aber, nee, 2 nur noch. Jetzt aber riecht's mir hier langsam. Ah, wir werden mal kurz auftauchen. Ah, nein, zu spät aufgetaucht. Verdammt. Früher auftauchen müssen. Ich wollte das zu viel auf einmal. Klingt nach viel Ärger für ein Abzeichen. Dann muss ich mich wohl nass machen. So, jetzt aber ein Hai nach dem anderen hier mal zwischendurch auftauchen. Den haben wir schon. Das ist 4? Insgesamt? Nee, der andere ist noch nicht tot. So, jetzt mal kurz auftauchen. So, die nächsten. Nochmal kurz auftauchen. Dann schauen wir mal, wo die Truhe ist. Danach habe ich gesucht. Soll ich einen Ikarus unter Wasser finden, suchen lassen? Ach, da ist er. Okay, und wieder zurück. Oh, oh. Jetzt aber mal schnell hoch hier aus dem... So. Die Dame wollte am Ufer warten, hat sie gesagt.
sehe dein Abzeichen nicht, Heldin. Und falls du es doch tust, mache ich dir ein fantastisches Angebot für einen Ersatz. Das geht denn da alle nur um die Kohle? Furchtbar. So, erste Prüfung geschafft. Zweite Prüfung schauen wir uns gleich an. Nachdem ich hier mal geguckt habe, was wir hier uns aufgesammelt haben. Hey, nehmen wir mal das hier. So. Die Vorprüfung der Genauigkeit. Okay, der oder die steht da oben. Haben Sie jetzt schon wieder ausgefressen? Ihre Mutter wird mich dem verdammten Minotaurus vorwerfen. Das muss die Vorprüfung der Präzision sein. Hm? Oh, ja. Das ist die Vorprüfung der... Wo genau sind meine verfluchten Söhne? Deine Söhne? Das klingt nicht nach einer Prüfung. Hast du schon mal Söhne erzogen? Das ist die schwerste Prüfung von allen. Nur wenn du die weltberühmte, äußerst legitime Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne abschließt, kannst du fortfahren und schließlich auf den Minotaurus treffen. Aha. Also, wenn ich deine Söhne finde und sicher zurückbringe, kriege ich dein Prüfungsabzeichen? Du bekommst mein Abzeichen und meine ewige Dankbarkeit. Na gut. In was für ein Schlamassel deine Söhne auch gestolpert sind, ich finde sie und hole sie daraus. Meist verstecken sie sich in den Feldern hinter mir. Ich rate dir, bereite dich geistig und moralisch darauf vor, denn das ist deine bisher schwerste Prüfung, tapfere Kriegerin. Wenn ich deine Söhne finden soll, muss ich mehr über sie wissen. Drei kleine Rotznasen. Wunderbar, bildhübsch, aber trotzdem Rotznasen. Sie hören nicht auf mich, aber vielleicht hören sie auf dich. Du sagtest, deine Söhne könnten auf dem Feld sein, aber ich brauche schon etwas mehr. Sie toben überall. Gebäude, Türme, im Korn. Oh, im Korn! Es ist genauso hoch wie meine Söhne. Und damit das perfekte Versteck für sie. Und sie hören nie, wenn ich sie rufe. Auf mich hören sie. Keine Angst, ich bringe deine Söhne sicher nach Hause. Du musst sie alle drei finden. Und beeile dich. Meine Frau wird nicht lange glauben, dass die Burschen am Tempel sind, um zu beten. Gut, dann... ich springe. Wer will sich da umbringen? Na, Ikaros. Da ist er. Jetzt gleich! Also los! Meine Füße sind schon fast über der Kante. Meine Zehen sind schon nicht mehr sicher. Sie hängen schon in der Luft. Wer brüllt denn hier? Platz da unten, denn der Rest meiner Füße wird gleich folgen. Zwei Schweinchen. Aus dem Weg, zwei Schweinchen. Das ist ein Zauber. Also gerne bis jetzt gehört, die Schweine und die Athena umzubringen, aber gut. Da haben wir noch einen Schwein, der ein bisschen sauer ist. Soll ich denn jetzt Ikaros schon wieder rufen? Da sind hier die... Da ist der. Ach, das sind drei. Stimmt. Machen wir nur noch den dritten.
Haben wir den ersten? Hallo, Junge. Du bist sicher. Geh heim. Und höre auf deinen Vater, wenn er dich ruft. Ja, Söldnerin. Tut mir leid. So, das war Junge Nummer 1. Da hinten ist Junge Nummer 2. Ja, geh heim zu deinem Vater und tu, was er sagt. Sonst sage ich dem Minotauros, wo du wohnst. Aber... ich hasse dich, Söldnerin. Ich muss die anderen Söhne des Prüfungsmeisters finden. Nee, das ist nur noch einer, Cassandra. Nur noch einer. Der muss hier irgendwo sein. Ne? Gefunden. Da ist er. Autsch, mein Arm! Ich sitz nicht fest. Du kannst jetzt gehen. Ich bin gar nicht hier. Hm, komm denn da jetzt an? Der ist da drinne. Ohne Schlange. So, Junge. Was du kaputt gemacht hast, war ziemlich teuer. Deswegen würde ich meinen Pater wahrscheinlich umbringen. Pass bloß auf. Bestimmt. Geh heim. Jetzt. Oh, das war der letzte Racker. Ja, ich glaube, die sollte ich gar nicht... Na, wobei, der hat sich da oben, glaube ich, versteckt vor denen. Der Einzige, der hier nicht in Schwierigkeiten war, war der, der da im Kornfeld gesessen hat. Die anderen beiden hatten ja durchaus Schwierigkeiten. Meine Söhne, du hast sie zurückgebracht. Ja, bitteschön. Du hattest recht. Es sind kleine Scheißer. Unglaublich, dass sie auf dich gehört haben. Betrachte die Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne als abgeschlossen. Von all meinen Siegen wird man sich an diesen am längsten erinnern. Ich brauche alle Prüfungsabzeichen. So, ich würde sagen, die dritte Prüfung machen wir beim nächsten Mal. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald wieder. Tschüssi.